Hallo und herzlich willkommen zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute geht es in den Sacred Stairs weiter. Hier in der Gallet ist es leider so, dass keine der Quests, die man hier macht, nur im Gallet abgeschlossen werden kann. Deswegen habe ich mich entschieden, meine Questen erstmal auf The Sacred Stair zu verlegen. Leider ist da noch der Weg gesperrt, das heißt, wir müssen hier diesen Umweg über Perkleys Outlook machen. Ja, und Perkleys Outlook benutzen wir jetzt einfach wirklich nur, Perikis Outlook, Entschuldigung, benutzen wir jetzt eigentlich nur, um ganz kurz durchzulaufen, um den Weg zu The Sacred Stairs frei zu machen. Hier kommen wir irgendwann später mal zurück, in diesen Stadtteil. Gut, und jetzt sind wir in, oder gleich sind wir in The Sacred Stairs. Das erste, was ich jetzt hier gleich mal erledigen möchte, ist die persönliche Quest von Jyoti abschließen. Ich habe Jyoti immer wieder die Möglichkeit gegeben, irgendwelche Souls mit ihrer Laterne einzufangen. Und nachdem ich das 3-4 Mal, glaube ich, insgesamt zugelassen habe, hat sie mir dann irgendwann ein Gespräch angeboten. Und das haben wir durch. Und in diesem Gespräch hat sie angedeutet, dass sie gern eine Reinigung im Temple of Gorn durchführen möchte. Und dieser Temple of Gorn, der ist in der Sacred Stairs und wir sind auch schon hier. Und hier im Tempel gibt es links eine Statue von Gaon oder Eotas. Und hier wird sie jetzt diese Reinigung durchführen. Nothing like a homecoming to make a girl remember her roots, even if they are dried up and half dead. Sometimes I wonder if my brethren don't think I got black ichor running in my veins. Why are you so fond of me, Watcher? Makes me think untoward things. Gives me notions I don't need to be getting. I can't risk straying when I got a duty to Gorn. All right, yeah, I'm ready. I've done this before, but never with such a full lantern. You may want to stand back. The experience can be somewhat intense. Don't know if I feel cleaner, but I feel something. Blessed, for sure. Let's just hope it lasts. Because my lantern feels as heavy as ever. Full to brimming with essence. Like dark water spilling over my mind. Why do you think the god of rebirth held an aspect of death within him? You can't have life without dying. There ain't no beginning without a prior ending. Ain't no day without night. No spring without fall. You can't grow crops if you never harvest for seeds. I was born to reap souls and lead them to the light. Now with Aethys dead, in these dire visions, I think I need to shield them from a hell gone dark. But the more I gather, the more my mind turns to tatters. That ain't gonna happen. You'd ask me to turn my back on my god? All right. I'll be right behind you. Gut, sie hat ihre Reinigung durchgeführt. Jetzt sollen wir mit ihr noch weiter reisen. Das ist ein bisschen ungünstig formuliert, denn was muss man tatsächlich genau machen? Man muss einmal schlafen. Tatsächlich. So, jetzt geht's auf zu einer Quest hier in The Sacred Stairs. Die wir hier in dem Turm der Seher durchführen. Die wir hier in dem, ja genau, durchführen werden in dem Turm der Seher. Da müssen wir erst einmal ganz nach oben, aufs Dach, denn da befinden sich eigentlich die Leute erstmal alle.
Aber als erstes werden wir dort oben am Dach einen Companion finden, beziehungsweise es ist eigentlich kein Companion, sondern ein Sidekick. Was ist ein Sidekick? Das ist sowas wie ein Companion, nur ohne eigene Quest. Das ist hier Edwin und die können wir ziemlich schnell anwerben. I am fine. Is there some reason I shouldn't be? Which is not to say I do not appreciate your concern. I do. I, like the other scholars here, am engaged in the study of the soul sciences. Was there something you needed, or may I return to my studies? I had a mishap with my machinery, but all is well now. The details are unimportant. I wish only to return to my studies. In any case, why are you here? I think perhaps that I would be grateful for the opportunity. Truly? Whoa, you sure about that? Thaklaut, traveler. I am grateful. I have all that I need. We may depart at your leisure. Gut, ich mache meinen Stalker aus, ist aber vollkommen egal, denn ich werde Edwin nicht spielen. Ja, aber aus Vollständigkeitsgründen habe ich sie jetzt noch angeworben. Und die eigentliche Quest, die startet jetzt hier gleich bei Florn Elet. You don't mind if I talk and work, do you? What can I do for you? Not the coziest place for it, is it? But the open air, the lightning specifically, is a boon. Let's our mages have a rest now and then. Good test of the equipment too. We're working on making it less delicate. Our junior researchers are still a little soft. Glad you ask, Amiku. Very glad. We're very excited about the work here, and we are always looking for volunteers. We've catalogued a number of interesting properties unique to Luminous Adra, but there are some very specific qualities we are investigating. Qualities that a watcher happens to be uniquely suited to exploring. You're just what we're missing. Gilardi, what a relief. You won't regret this. Let me run you through the theory, and we'll get to the test itself. Luminous Adra has special effects upon Kith. Even to the humblest, it offers some small improvements. Rejuvenation, vitality, the kind of thing you sell to people back home, ne? But what about those who have already harnessed their own essence? Consider the talented cutpurse, for instance, who can cross a room by slipping briefly into another place. The world between. Luminous Adra holds enormous quantities of essence, the kind of energy we can't replicate or restore. And these formations have a kind of connection to each other across the in-between. I believe we can harness this connection and your natural abilities to transport a person across great distances in a moment. Oh, good. You've done some experimenting on your own. A curious mind is a happy mind, I say. Can't mope about ghosts all day. We've collected a number of illuminating readings, and our machines are ready to harness the Adra's essence. But for the moment, we are effectively blind when it comes to targeting the next pillar. Now, if someone were capable of sensing that essence in the in-between, even of manipulating it, someone like a watcher, for instance. Ah, well, this is a little like describing a muscle I don't have. The idea is for you to focus on the next connection point. The machine will use that new link between the Adra veins to create a tether as well as provide the energy for you to jump effectively. What's really exciting is, so long as you are holding that connection open, your companions can jump alongside you. How many tombs and vaults you be thinking have Adra pillars inside of them? The next pillar's due east of here, in the middle of a farm. It's not as tall as this one, but you shouldn't have any trouble finding it. Oh, and don't worry. We paid the farmers. Gilardi, very well. You stand there. Ansel, the machine. The quest, The Glimpse Beyond. Da soll man mit dem Teleporter, so eine Art Teleporter gebaut, der von einem Luminous Adra Pillar zu einem anderen springen kann. Und wir sind die ersten Versuchskaninchen, die jetzt mal ausprobieren sollen, wie er funktioniert. Und es war klar, oder, dass er nicht funktioniert.
Wir sollten eigentlich bei irgendwelchen Bauern auf dem Feld rauskommen. Aber das schaut nicht so aus. Wir sind auf irgendeiner Ebene angekommen. Traversing hell ain't always as easy as it ought to be. Da kommen wir direkt auch noch in den Kampf. Aber nur ein Gegner. Ein Scorching Blight, der auch schon down ist. Weiter die Richtung, geht einfach die ganze Zeit nur in eine Richtung. Hier finden wir irgendwelche anderen Menschen, die aber dann sofort versteinern. Und dann kommt wieder so ein Geist die Treppe rauf. Ja, und verzehrt die irgendwie. Das war es auch schon fast. Jetzt kommen wir hier auf diesen Platz dann. Und zwar jetzt. Und hier gibt es aber nochmal einen schönen Kampf. Weiter so ein paar Geister. Und man rechts oben kann man schon erkennen, so ein Collector. So ein Soul Collector, der auch so eine Laterne wie Shoti dabei hat. Aber leider hat Remora hier gleich mal so richtig böse erwischt. Während die anderen den Collector beschäftigen, kümmert sich Remora dabei um die Geister. Alof hilft auch ein bisschen mit. So, sind immer noch zwei Geister, aber der eine ist fast down. Aber Idea braucht jetzt unbedingt Heilung. Und jetzt noch ein Geist und der Collector. Der Collector hat wahnsinnig viel Leben. Und Edea, unser Tank, hat dringend Heilung gebraucht. Der Collector hat immer noch das halbe Leben voll. Da wollen wir die ganze Zeit mit 5 Leuten auf ihn dreschen. Jetzt noch langsam von uns runtergehaut, bis er dann im Endeffekt irgendwann dann sein Leben lässt. Er hat auch eine ganz schöne Armor, wenn man sich das oben anschaut. 9 Base Armor und gegen die meisten Sachen hat er 10, 11 oder 12. Da treffen meine Hits natürlich hauptsächlich nur ganz schwach und machen wenig Schaden. Aber jetzt haben wir ihn fast. Und da geht er down. What have we here? A wayward watcher. Hier spricht uns der Herrscher der Ebene an,
Rim Grant. Und hier jetzt in dem Gespräch muss man echt aufpassen, wenn man hier nämlich die falsche Option wählt, dann ist man instant death. Everything I desire, I do for myself. Embrace Oblivion with open arms, Watcher. Okay, wenn man ihm zum Beispiel die zweite jetzt gegeben hätte, wäre man einfach tot gewesen, hätte das Spiel neu laden müssen. As much as it would delight me to scatter your soul, you belong to Barath. I will spare you that fate for now. Now, on to the matter that brought you here. Your Animancer friends meddle in things beyond their comprehension. Were I not the generous creature I am, you would have died. Be sure to tell the Animancers that they have failed, and that they have drawn my gaze. I will not hesitate to obliterate them if they irritate me again. Of course you will. You might prepare yourself, Watcher, for something wondrous is on the horizon. Perhaps when Barath is through with you, I will find a use for you myself. Rare is the mortal who understands me as you do, and do send my regards to your Animancer friends. Ja, und er lässt uns aus seiner Ebene wieder raus. Erstmal noch alles looten, was zu looten gibt. Well, don't see why not. Of winter. Und dann tschüss. Ja, wir kommen dann wieder raus, oben am Turm, und können dann die Quest Watcher, bei Flawn Elet abschließen. Oh, thank the gods. Thank Helia. Merla, you had us in a panic. I don't have to tell you, it didn't work. The current spiked, and you went completely still. Breathing, but nothing else. We sent for the physician. Myself, I was about to try throwing some water in your face. What happened? Did you feel any pain? Do you remember anything? You had some kind of vision, a near-death experience? What was it like? Sientere, Watcher, truly. It seemed we sent your mind further afield than intended, and without the rest of you in tow. Not entirely outside our predictions, but not the result we wanted. We have stipend for volunteers. You're welcome to the sum of it. I hope it goes some way toward earning your forgiveness. Just as I hope this hasn't put you off helping us. We just have to adjust the current, give you a chance to control your flight, for want of a better word. We're all very glad you're in one piece. We'll have a look at the machines, figure out what went wrong. Gut, Flonet gibt uns hier schon eigentlich die nächste Quest. Friends at headquarters will want an update. Skipping ahead, nur diese Quest wird man erst ganz, ganz spät im Spiel machen und abschließen. Und die Quest A Glimpse Beyond ist ebenfalls mit dem abgeschlossen. So, jetzt habe ich am Anfang des Videos ja Jotis Quest weitergetrieben. Und ihr Auftrag war es ja, weiter mit ihr zu reisen. Und tatsächlich, das Reisen ist einfach nur einmal übernachten. Und sobald man übernachtet hat, bekommt man die Quest abgedatet und ein Gespräch mit Jyoti beginnt. Reckon that's the first time I ever bore witness to my own demise. It was not pretty. Never woke with such a driving need for reaping before. It's making my hands shake. You sound like my High Priestess Samhain. She never shuts up about the living, when she ought to worry more about the dead.
Seems the more souls I gather, the better I see Gon's will. And the less I get a wink of sleep. Well, sure, I mean to. Eventually. Us Gonites, we're supposed to shepherd lost souls, not just gather them. The harvesting's only the first part. If I were to dump the souls, it might make me dream less, like before. Or, darn it, who knows? Maybe it'd just make it all worse. Either way, I've got to find my purpose. Will you help me, Watcher? I was hoping you might would. Sometimes I feel like, with you by my side, I can stand against gods. It'll need to be a potent source to overpower the draw of my lantern. It's gotta be luminous, for sure. That's one problem solved. But what about the itty-bitty issue regarding the God of Rebirth not actually being in hell? The souls will make it safely, but who's to see to their proper reseeding? This is a huge risk of Aeora's balance. You really trust Maugrin not to rebirth Aethasians as warriors of the flame? Think Gawlawain won't be greedy? Gone aside, the gods' past actions don't instill me with the greatest confidence. I think my duty to Gon's a little more important than my personal comfort, don't you? I can't just abandon my souls, not to mention my principles, and hope for the best. Normally, I'd simply safekeep them until the God of Rebirth could return to hell. But... you're right. I ought to deliver as many souls to hell as I can. Before it's... we need to empty my lantern right away. Gods, but you're clever. This is why Gon directed me into your path. I just know it. Gut. Ich habe Jyoti überzeugt, dass sie am besten ihre Laterne ausleert. Und dafür braucht sie aber einen Luminous Adra Pillar. Und den haben wir ja erst in diesem Video gesehen. Da ist er auch schon. Und hier wird jetzt endgültig die Quest von Jyoti abgeschlossen. Get ready to witness the feat of a lifetime, Watcher. I'm about to do God's good work, to single-handedly shepherd a multitude of souls straight into the depths of hell. Then keep your eyes peeled, because it's gonna happen fast as a fire beetle flash. The Audra will snatch them right quick once I conjure the light. So don't look away. I swear to the gods, I'm trying! Ugh, son of a god's darn motherless cur! I heard worse than a back-to-back whooping from Uncle Angbert's quarterstaff. Hell! And I only gotta do it again and again on cycle until the day I die? Ugh, but the guild says I do. I can't turn my back on my purpose, any more than I could Aeora in need. I never did want to take the easy route. I'll keep reaping more souls then. Do my duty till I fall to dirt and bones. Never you worry though. I'll see to dumping my lantern in the future on my own. Thank you for finding me a way to handle my burden. Even if it does involve the occasional jolt of pain. Darn if I don't feel so light I could float away. My bones are still a little jangly. But yeah, I don't know if this is what Gon planned for me. But I'd like to think we did right by these souls. We're bringing light to the darkness. Ensuring spring follows the coming fall. Ja, in dieser Folge haben wir also die personelle Quest von Jyoti abgeschlossen plus eine zusätzliche Quest
hier in den Sacred Stairs gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.